Es ist 18 Uhr und es ist Webinarzeit. Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Finanzen-Net-Webinar. Schön, dass Sie an diesem Mittwoch mit uns einen Blick hinter die Kulissen des Social Tradings werfen und mehr von den besten Wikifolio-Tradern lernen wollen. Mein Name ist Markus Gentner. Ich bin Redakteur bei Finanzen.net und freue mich mal wieder sehr, Sie alle in diesem Webinar begrüßen zu dürfen. Ich möchte auch gleich unseren heutigen Experten willkommen heißen. Sein Name ist Nikolaos Nikolsios. Und er ist uns bereits zugeschaltet. Hallo, Herr Nikolsios, sagen Sie doch ein kurzes Hallo in die Runde. Auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich heute hier mit Ihnen gemeinsam das Webinar zu machen. Ja, Herr Nikolsios, diese Veranstaltung ist überschrieben mit Webinar für echte Trader. Was macht Sie denn heute zu unserem Trading-Experten? Stellen Sie sich uns doch bitte kurz vor. Ja, sehr gerne. Also vielleicht zwei Sätze nur zu mir. Ich habe mich, bevor ich zu Wikifolio gekommen bin, auch mit der Entwicklung von automatisierten Handelssystemen beschäftigt. Ich war bei unterschiedlichen Investmentbanken und bin jetzt eben über 3 Jahre bei Wikifolio. Aber natürlich wichtig, hier bei Wikifolio geht es ja nicht um mein Können oder um mein Trading-Wissen, sondern vor allem um das Wissen und das Know-how, das unsere Trader auf der Plattform haben. Und da habe ich Ihnen einige sehr, würde ich mal sagen, sehr ausgesuchte Beispiele mitgebracht. Und ja, das Thema von heute ist ja, wie kann man von diesen Tradern lernen, wie kann man von deren Wissen der Trader profitieren. Und darum, der Fokus soll nicht auf mich sein, auf mich gerichtet sein, sondern auf die Wikifolio-Trader. Ja, ich freue mich jedenfalls sehr auf den Einblick in die Welt des Social Tradings und bin gespannt, was wir von unseren Tradern, von unseren Wikifolio-Tradern erfahren können. Sie haben ja noch eine kleine Überraschung mitgebracht für unsere Webinar-Teilnehmer, aber worum es da genau geht, das werden Sie uns im Laufe Ihres Vortrags verraten oder vielleicht auch am Ende. Das werden Sie sicher am besten wissen, wo dieser Punkt am besten hinpasst. Sie, liebe Zuschauer, möchte ich an dieser Stelle auf Folgendes hinweisen. Ich wurde auch schon wieder über den Chat danach gefragt. Ja, es wird von diesem Webinar eine Aufzeichnung am Ende geben und wir werden Ihnen diese Aufzeichnung per E-Mail oder auch über die Finanzen.net-Webseite, wenn Sie dort den Artikel aufrufen, zukommen lassen. Wenn Sie Fragen oder Verständnisprobleme haben, dann können Sie mich auch jederzeit anchatten während des Webinars. Ich werde dann die wichtigsten Fragen aufgreifen und gegebenenfalls während des Webinars einfließen lassen. Am Ende der Präsentation gibt es dann wie immer bei uns eine Fragerunde, in der wir gemeinsam versuchen, offene Fragen zu klären. Herr Nikolsius, mit Wikifolio und auch sonst sind Sie ganz nah dran an den Profitradern und deren Wissen. Wie können wir in diesem Webinar davon profitieren? Was erwartet uns denn bei Ihrer Präsentation im Detail? Geben Sie uns vielleicht mal eine kleine Kurzübersicht. Ja, sehr gerne. Also Social Trading ist ja an sich noch eine recht neue Anlage- oder Investmentklasse. Und das Besondere auf Wikifolio ist eben, Sie haben vollkommen transparent die Möglichkeit, den Trader über die Schulter zu schauen. Das heißt, Sie können sich alle Trading-Strategien auf Wikifolio ansehen. Sie sehen dort alle Portfolio-Positionen, alle Trades. Und viele Trader schreiben eben auch Kommentare, warum sie eben gerade einen bestimmten Titel kaufen oder verkaufen. Und hier ist natürlich die Möglichkeit, von anderen Tradern zu lernen, enorm wichtig. Und der nächste wichtige Schritt ist, Sie haben jetzt dann auch die Möglichkeit, wenn Sie eben von dem einen oder anderen Trader sehr überzeugt sind und in deren Handelsstrategien investieren möchten, dann können Sie das bei uns sehr einfach über ein börsengelistetes Finanzprodukt. Das zeige ich Ihnen dann gleich. Bevor wir in Medias Res gehen, möchte ich nun auch Sie, liebe Webinarteilnehmer, einbinden und eine kleine, ja, fast schon obligatorische Umfrage starten. Was denken Sie, wo steht der DAX am Jahresende? Sie können hier mit uns abstimmen und ich bin gespannt, wo Sie den DAX am Jahresende sehen. Ja, es zeichnet sich noch keine klare Tendenz ab. Es gibt zwei Tendenzen sozusagen. Ich lasse das mal noch 3, 4 Sekunden laufen, aber es arbeitet sich kein rechter Sieger heraus. Hier, was die Richtung des DAX angeht, ich werde die Umfrage nun schließen und
das Ergebnis an Sie auch alle übertragen und Sie sehen, die meisten User sehen den DAX zwischen 11.000 und 13.000 Punkten. Es gibt keine klare Richtung. Manche sehen den DAX auf ähnlichem Niveau wie jetzt, andere sehen ihn etwas höher. Unter dem Strich kann man aber das Fazit ziehen, dass keiner den DAX jetzt wirklich am Ende des Jahres schwächer sieht als jetzt. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, Herr Nicolsius, unsere Webinarteilnehmer sind wie gesagt der Meinung, dass der DAX in diesem Jahr eher weiter nach oben klettert. Was sagen Sie denn dazu und vor allem, was sagen Ihre Wikifolio-Trader dazu? Welche Daten haben Sie uns denn da mitgebracht? Ja, also unsere Wikifolio-Trader haben vor allem in dem Bereich zwischen 12.000 und 13.000 ein ähnliches Ergebnis abgeliefert, wobei sie einen Tick optimistischer sind. Also den Bereich zwischen 12.000 und 13.000, das sehen rund 34% und darunter dann zwischen 11.000 und 12.000 etwas weniger als 25% und zwischen 10.000 und 11.000 nur um die 20%. Und der Rest, der relativ gering ist, mit so um die 7 oder 8%, glaubt an die Extreme, also einerseits unter 9.000 Euro, circa 8%, und über 13.000 Punkte, auch so um die 8%. Herr Nicolsius, vielen Dank. Ich habe Ihnen jetzt einmal die Macht der Bilder übertragen. Sie können Ihren Bildschirm anzeigen. Das haben Sie jetzt gerade getan in diesem Moment. Ich hoffe, dass der Ton im Laufe des Webinars nicht ganz so schlecht ist, wie er das in den letzten 5 bis 10 Sekunden war. Man konnte Sie zwar verstehen, aber es gab einige Tonaussetzer. Falls das nochmal der Fall wäre, würde ich Sie darauf aufmerksam machen. Ansonsten sind wir jetzt gespannt darauf, was Sie uns von Wikifolio und natürlich von den besten Tradern zu erzählen haben. Ja, sehr gerne. Ja, herzlich willkommen. Wie gesagt, heute das Motto ja, lernen und profitieren Sie von den besten Wikifolio-Tradern. Ich möchte das Webinar heute mit einem Zitat starten von Brian Tracy. Er hat einmal einen sehr schönen Spruch gesagt, er hat gesagt, learn from the experts, you will not live long enough to figure it out all by yourself. Und ich denke, das ist doch ein schönes Motto für heute, denn gerade im Trading und Investment sehr gute Informationen, das ist, auch Wissen ist natürlich sehr wichtig, aber die Möglichkeit von erfahrenen Tradern zu lernen, das ist etwas extrem Wertvolles und da haben Sie hier eben auf Wikifolio die Möglichkeit. Und auf der anderen Seite, ich weiß, heute sind ja auch einige Trader dabei, erfahrene Trader dabei, die hier zuhören, da haben Sie auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit, was die selber sozusagen an Herr Trading-Wissen haben. Nicolsius, ich muss Sie leider Ja. kurz unterbrechen. Also der Ton ist jetzt Ist der sehr Ton ein schlecht. Stück Haben Sie verändert? irgendwas verändert in den letzten 2, 3 Minuten? Sie kommen etwas ja, abgehackt rüber. Vielleicht können Sie Ich noch werde mal mal kurz Ihre Position das ändern. Mikrofon etwas verbessern. Ist es Das jetzt hört etwas besser? deutlich besser an wieder, ja. Gut, dann hoffe ich, dass es da nur am Mikrofon gelingen hat. Das hoffe ich Ja, auch. Machen Sie einfach mal weiter. Ich werde Sie wieder unterbrechen, falls es wieder schlechter gerne. werden sollte. Und im Prinzip könnte man sagen, das war auch die Geburtsstunde von Wikifolio, beziehungsweise auch die Idee von Andreas Kern, dem Gründer von Wikifolio, dass es eben da draußen versteckte Trading-Talente gibt. Und er hat sich hier die Frage gestellt, wie wäre es denn, wenn man diese Trading-Talente und ihre Handelsidee eben vollkommen sichtbar und transparent darstellen würde und man eben dann auch die Möglichkeit hat, diesen Handelsentscheidungen oder dieser Trading-Idee zu folgen. Ja, und damit ergeben sich eben diese zwei Sichtweisen. Ich schaue jetzt nur gerade. Ja, jetzt hat sich die Folie gewechselt. Ich habe jetzt leider Gottes ein bisschen Zeitverzögerung drin. Dadurch ergeben sich eben diese zwei Sichtweisen. Wir haben einerseits die Anlegersichtweise. Der Anleger kann eben erfahrene Trader beobachten und die gleiche Wertentwicklung wie so ein Trader auch erzielen über ein börsengelistetes Finanzprodukt. Und auf der anderen Seite haben wir eben den Wikifolio-Trader, der selber seine Handelsstrategie hier auf der Plattform darstellt. Der weitere Vorteil ist natürlich, ein Wikifolio-Trader kann sich dann hier auch einen echten Track-Record in einem börsengelisteten Finanzprodukt eben aufbauen. Und die Trader machen das natürlich nicht ganz umsonst, sondern es ist der Anreiz da, wenn sie eben dementsprechend
erfolgreich handeln, dass sie auch einen Anteil der Erfolgsprämie verdienen können. Ja, kurz ein paar Fakten vielleicht zum Unternehmen. Wikifolio ist die führende europäische Online-Plattform, auf der eben private Trader und auch professionelle Vermögensverwalter ihre Handelsideen für jeden sichtbar teilen können. Und jeder kann im Prinzip auf die Plattform gehen und einfach frei nach Belieben seinen persönlichen Favoriten auswählen und dann eben an der Wertentwicklung von dieser Strategie partizipieren. Etwas weiter unten sieht man noch kurz die Aktionärstruktur. Der Gründer Andreas Kern hält 15% an der Firma, 21% ist vom Handelsblatt, ist das Handelsblatt beteiligt und der Rest Investorengruppe rund um die Speed Invest und der übrige Teil teilt sich auf das Management auf, Business Angel und 5% sind auch die Lang und Schwarz beteiligt. Ja, wir sind aktuell um die 35 Mitarbeiter eben in Wien in der Berggasse angesiedelt und ja, das gibt einen kurzen Überblick über das Unternehmen und am nächsten Chart sehen Sie auch den Wachstum. Wir haben mittlerweile über 5.500 investierbare Wikifolios. In den Wikifolios gab es über 7,8 Millionen Trades. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, unsere Trader schreiben auch fleißig Kommentare. Wir haben da mittlerweile über 370.000 Kommentare in den Wikifolios. Und also zu den Transaktionen dazu, beziehungsweise und auf der anderen Seite haben wir auch ein abgewickeltes Handelsvolumen um die 10 Milliarden Euro innerhalb der Wikifolios. Ja, und jetzt kommen wir als nächstes zur Investmentphilosophie beziehungsweise zum Prozess. Noch einmal ein bisschen genauer erklärt, wie entsteht überhaupt so ein Wikifolio-Zertifikat. Also, wir haben den Wikifolio-Trader und das kann eben ein privater Trader sein, ein Medienunternehmer oder ein Vermögensverwalter. Der erstellt auf Wikifolio ein Musterdepot und dieses Musterdepot bildet die Basis, also einen Index, und diese Basis bzw. auf diesen Index legt dann die Lang und Schwarz ein Indexzertifikat und der Vorteil ist, sobald man dieses Indexzertifikat hat, man eben ein börsengelistetes Produkt, das über die Börse Stuttgart gehandelt wird und im Prinzip jeder Broker oder Bank, die eine Anbindung an die Börse Stuttgart hat, kann dann dieses endlos Indexzertifikat erwerben. Ja, und auf der anderen Seite, die Wikifolio-Plattform dient eben als Informationsplattform, wo sich jederzeit mögliche Investoren die Handelsidee ansehen können. Sie können ganz genau eben in dieses Finanzprodukt, in dieses vollkommene, offene und transparente Finanzprodukt hineinsehen. Das heißt, Sie sehen alle Portfolio-Positionen, alle Trades und Kommentare. Ja, und jetzt Herr kommen Nikolaus, wir. Vielleicht kann ich Sie ganz kurz da unterbrechen. Viele ja. User oder auch viele Anleger haben ja oft vor Zertifikaten sehr großen Respekt. Was unterscheidet jetzt Ihre Zertifikate, die Wikifolio-Zertifikate von K.O.-Zertifikaten zum Beispiel, mit denen Anleger auch durchaus mal ja, mehr als pleite gehen können? Ja, danke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Also ich glaube, das Nächste, oder was einmal wichtig ist fürs Verständnis, es ist einfach rein ein endlos Indexzertifikat, dessen Aufgabe es ist, rein die Handelsstrategie des Traders nachzubilden. Mit ein Grund, warum natürlich manche Trader von Zertifikaten ein bisschen vorsichtig sind, weil wir dort oft sehr starke Hebelwirkungen drinnen haben. Und dann diese Zertifikate dann entweder durch den Hebel sozusagen auch stärkere Verluste erleiden können oder weil es dann irgendeine Knockout-Schwelle oder Barriere gibt, wo eben dieses Zertifikat dann wertlos verfällt. Das ist es bei uns nicht. Bei uns ist es wirklich rein ein endlos Indexzertifikat. Das heißt, die Aufgabe von diesem Zertifikat ist es, die Handelsstrategie des Traders nachzubilden. Und das bedeutet, das Risiko der Wertentwicklung hängt dann natürlich schon maßgeblich von der Handelsstrategie des Traders ab. Sprich, wenn ich jetzt sehe, das ist ein Trader, der ohne Hebelprodukte handelt und eine sehr konservative Strategie verfolgt, dann spiegelt sich das auch in der Wertentwicklung des Zertifikates wider. Auf der anderen Seite
Gut, muss man natürlich schon auch sagen, es gibt auch Trader, die progressivere Handelsstile verfolgen, das heißt, die dann im Wikifolio auch Hebelprodukte verwenden. Natürlich mit dem Ziel, die Trader wollen höhere Renditen erwirtschaften, aber das sind dann meistens eben dann auch diese Strategien, die dann auch ein höheres Risiko haben. Also ich denke, der erste Schritt, man sollte sich ansehen, ob diese Handelsstrategie, die eben der Trader verfolgt, dem eigenen Handelsstil oder den Präferenzen sozusagen entspricht. Ist aber ein wesentlicher Unterschied dann zu einem reinen Hebelzertifikat, so wie Sie es angesprochen haben. Ja. Kann denn der Anleger, der sich mit diesem Indexzertifikat an einen Trader anhängt, sozusagen auch, das sehe ich jetzt auf der Folie, direkt erkennen dann auch, ob es sich um einen privaten Trader, ein Medienunternehmen oder einen Vermögensverwalter handelt? Ist das denn direkt dann bei dem Profil des Traders auch ersichtlich? Ich denke, da kommen Sie wahrscheinlich noch darauf zu sprechen, aber es ist jetzt gerade auf der Folie zu sehen. Genau, es ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also Sie sehen natürlich bei jedem Wikifolio, welche Kategorie es ist, ob es ein privater Trader, Medienunternehmer oder Vermögensverwalter ist. Und das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, also vielleicht für die Anleger, die jetzt sagen, gut, wir wollen einmal das Ganze ein bisschen konservativer kennenlernen. Da könnte man dann beispielsweise einmal mit den Wikifolios von Vermögensverwaltern beginnen. Da weiß man, da gibt es ein Risikomanagement, da weiß man, da gibt es einen Vermögensverwalter, die ein Handelssystem dahinter entwickelt haben oder meistens nach einem Kennzahlensystem eben handeln. Und das ist wahrscheinlich für diejenigen, die sagen, okay, ich bin einmal auf der Suche nach den vielleicht etwas konservativeren Strategien, wäre das einmal eine ganz schöne Herangehensweise. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Antwort, die schnelle, und dann dürfen Sie gerne weitermachen. Ja, jetzt kommen wir zum Aspekt von Tradern lernen. Ich habe hier einen, wahrscheinlich den bekanntesten Value Investor mal ganz kurz zitiert. Eines der Zitate von ihm, Price is what you pay, value is what you get. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Zitat von Buffett. Das ist relativ leicht natürlich zu interpretieren. Der Preis ist natürlich immer der jeweilige Kurs, den man gerade aktuell zahlt, aber auf der anderen Seite deutet es natürlich an, dass man sich sehr über die Gedanken, also Gedanken darüber machen muss, was ist dieses Unternehmen eigentlich wert? Und wenn man dann eben sich mit unterschiedlichen Bewertungsmethoden auskennt, versucht man dann eben immer zu beurteilen, ist das Unternehmen aktuell gerade unterbewertet oder überbewertet? Ja. Ich habe dann aber noch ein zweites Zitat dazu ergänzt und das finde ich eigentlich fast wichtiger und vor allem, man sieht dann auch bei uns auf Wikifolio, dass unsere Top-Trader eigentlich einen sehr ähnlichen Ansatz verfolgen. Buffett sagt hier nämlich, the key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and above all the durability of that advantage. Also vor allem auch zu schauen, in welchen Sektoren oder welchen Branchen gibt es denn dann starke Unternehmen, die dann vielleicht auch einen Vorteil, einen strategischen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen haben und dann die Frage zu stellen, vor allem, wie lang kann denn dieser Vorteil in diesem Unternehmen dann auch anhalten? Und da habe ich Ihnen dann gleich ein paar Beispiel-Wikifolios mitgebracht. Da sieht man das dann ganz schön, wie diese Trader die Titel ausgewählt haben. Zuvor zeige ich Ihnen noch ganz kurz eine kleine Statistik. Wir haben uns einmal alle Wikifolios angesehen, so mal in einem Zeitraum von Jänner 2014 bis März 2016 und haben als Benchmark einmal einfach den DAX hergenommen. Deshalb den DAX, weil halt doch sehr viele Trader von uns in Deutschland angesiedelt sind und daher auch recht viel deutsche Werte gehandelt werden. Und da sieht man also in diesem Zeitraum hat der Benchmark, sprich der DAX, rund 6% gemacht, beziehungsweise per anno umgerechnet waren das so um die 2,6%. Und man sieht hier schön, dass die Wikifolio-Zertifikate, die hier größer als 100.000 waren, da hatten wir am Beginn 2014 um die 52 Wikifolios und die haben im Schnitt im selben Zeitraum 13,7% erwirtschaftet, was dann umgerechnet auch bei anno um die 5,9% entspricht. Also
kann man sagen, so grob über den Daumen haben unsere Wikifolio-Trader fast die doppelte Performance oder mehr als die doppelte Performance vom DAX gemacht. Und man sieht dann sogar noch die Wikifolio-Zertifikate, die größer sind. Also wir haben dann auch die Wikifolio-Zertifikate größer als 500.000 uns angesehen. Da waren es dann sogar schon 14,4% im selben Zeitraum. Also das ist vielleicht auch schon einmal ein erstes Kriterium, wie gut könnten denn Wikifolio-Zertifikate im Vergleich zu einem Benchmark sein. Und man sieht hier auch ein bisschen einen Zusammenhang, umso größer, also sprich, wie viel Kapital schon in diese Wikifolio-Zertifikate geflossen ist, dass hier man vermuten könnte, dass die dann auch recht gut performen. Natürlich Garantie kann ich hier auch für die Zukunft nicht abgeben, aber das war einmal die Auswertung von der Vergangenheit. Auf der anderen Seite haben wir uns dann auch ein negatives Event angesehen, weil wir wollten natürlich nicht nur wissen, wie gut performen denn die Wikifolio insgesamt oder in Aufwärtsphasen. Wir haben auch ein Negativ-Event hergenommen und hier beispielsweise uns den Brexit angesehen. Nach dem Brexit ist ja der DAX am selben, an einem Tag minus 7,2% gefallen. Und da war es schon interessant zu sehen, alle Wikifolios insgesamt, also alle Wikifolios sind im Schnitt nur minus 1,7% gefallen. Und Sie sehen dann auch, dass die größeren Wikifolios, also die, die größer als 100.000 sind, sogar nur minus 1,15 gefallen sind. Und Real Money Wikifolio, das erkläre ich dann später noch, aber Real Money ist im Wesentlichen, wenn ein Trader selber auch in seine eigene Strategie investiert ist und die größer als 1 Million investiertes Kapital sind, die sind sogar nur minus 0,58% gefallen. Ja, und damit kommen wir dann eigentlich schon auf die Seite von Wikifolio. Ja, vielleicht hier ein paar Hinweise, wenn Sie sich da zum ersten Mal zurechtfinden wollen oder navigieren wollen. So sieht bei uns die Suchseite aus. Sie sehen, wir haben aktuell um die 5.500 investierbaren Wikifolios und Sie haben jetzt hier unterschiedliche Filtermöglichkeiten, wonach Sie das gesamte Universum an Wikifolios sich durchsehen können. Sie sehen, es gibt eigene Kategorien Dach-Wikifolios, Medien-Wikifolios, Vermögensverwalter-Wikifolios und dann gibt es eben weiter unten auch die Möglichkeit zu filtern, ob das jetzt ein Wikifolio mit Hebelprodukten ist oder ohne Hebelprodukten und dann eben auch, ob es schon investierbar ist. Ich komme dann später noch zu den unterschiedlichen Zuständen von Wikifolio, ob das eben gerade im Testzustand ist oder dann schon publiziert, erkläre ich dann gleich wenig später. Ja, und weiter unten haben Sie dann noch die Möglichkeit, nach unterschiedlichen Performance- und Risikokennzahlen zu wählen. Und das gibt Ihnen dann eigentlich relativ schnell einmal einen Überblick, ja, welche Wikifolios haben denn in der Vergangenheit hier eine bestimmte Performance erreicht und gibt Ihnen so relativ schnell einmal die Möglichkeit, das Gesamtuniversum einmal hier ein wenig auszuselektieren. Ja, und dann haben wir ja gesagt, der Aspekt oder was für viele vielleicht spannend ist, wie kann ich denn von Wikifolio-Tradern lernen, wie kann ich auch in deren Strategien investieren. Und ich habe Ihnen hier mal ein Wikifolio mitgebracht vom Trader Richard Dobitzberger, der ist bei uns bekannt auf der Plattform unter dem Tradernamen Richie. Das Future US Wikifolio. Sie sehen einmal, wie Sie bei jedem Wikifolio, wie gesagt, sehen können. Sie können sich alle Performance-Kennzahlen anschauen. Dieses Wikifolio hat seit Beginn über 420% Return gemacht. Sie können sich die Risikokennzahlen ansehen. Sie sehen auch einen maximalen Drawdown. Und auf der anderen Seite natürlich, sobald dieses Wikifolio-Zertifikat einmal investierbar ist, dann finden Sie auch auf der rechten Seite eine ISIN-Nummer, wie Sie das dann ganz normal bei einem Broker dann kaufen können. Und Sie sehen auch einen aktuellen Kaufkurs von diesem Indexzertifikat. Darunter sehen Sie dann noch die Zertifikategebühr, die ist bei allen Wikifolio-Zertifikaten mit 0,95% gleich. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Performancegebühr bei diesem Wikifolio hier von 10%. Ja, also wie gesagt, alles völlig transparent offengelegt, alle Kennzahlen dargestellt und was natürlich dann viele Trader interessiert, ja, was ist denn eigentlich der Handelsstil oder was ist die Idee dieses Wikifolios? Und der Herr Dobitzberger fokussiert sich eben vor allem auf Aktien, etwas stärker im
auch USA-Bereich und im Technologiebereich. Und ja, hier können Sie sich ganz normal die Handelsstrategie durchlesen. Und Stichwort, wie gesagt, volle Transparenz. Sie können sich dann auch ganz genau das Portfolio ansehen und sehen, er hat hier eine Apple-Aktie drin, eine First Solar, eine iRobot, also alle Einzeltitel und auch wie viel Performance er mit diesem Einzeltitel seit Kaufzeitpunkt gemacht hat. Und ich habe jetzt ein Beispiel herausgegriffen, gut zugegeben, das ist die erfolgreichste Aktie in seinem Portfolio. Das war eben die Tesla-Aktie. Die hat er bereits schon am 25.06., also schon Mitte 2012 gekauft. Wir haben damals in der Zeit auch mit ihm ein Webinar gemacht und er hat uns hier ein bisschen mehr Einblick gegeben, warum er denn gerade diesen Titel gekauft hat. Und er hat zur Tesla-Aktie oder ganz allgemein stellt er sich auch immer die Frage, kennt er den Markt? Ja? Kennt er den Markt, wo eben jetzt dieser Autohersteller funktioniert? Wie funktioniert dieser Markt? Wer sind die Konkurrenten? Wie ist der Gesamtmarkt? Und dann hat er sich auch zum Unternehmen die Fragen gestellt, wer ist das CEO? Wie innovativ ist die Firma? Welches Wachstumspotenzial hat die Firma? Und dann ist er eben auch ähnlich wie ein Warren Buffett das macht, dann noch eine Ebene tiefer gegangen und hat gesagt, kennt er das Produkt, versteht er das Produkt? Also das sind alles Fragen, die er sich hier gestellt hat. Und er ist eben hier zum Entschluss gekommen, Tesla ist ein hochinnovatives Unternehmen, hat einen ganz klaren kompetitiven Advantage im Vergleich zu der Konkurrenz, kommt mit einem komplett neuen, innovativen Konzept in den Markt und war also sich damals schon überzeugt, dass sie den Automobilmarkt gehörig aufmischen werden. Und ja, also diese Vermutung von damals hat sich hier doch sehr eindrucksvoll bestätigt. Und als letzten Punkt sagt er dann noch, und dann gibt es aber schon eine gewisse Timing-Komponente. Er sagt, wenn er dann im Chart erkennt, dass sich hier eine Trendumkehr ausbildet, das heißt, wenn dieser Aufwärtstrend vorbei wird, wenn sich da eine Umkehrformation ausbildet, dann wäre das für ihn ein guter Anlass für die Gewinnmitnahme. Kann ich kurz was, ganz kurz, ja, ich wollte Sie jetzt nicht bei dem ganzen Vortrag von Richie unterbrechen, als Sie nicht auf den Wikifolio Trader Richie eingegangen sind. Aber vielleicht springen Sie gerade nochmal zurück zu der Folie. Ja. Gut, das haben Sie jetzt hier auch, aber springen Sie bitte nochmal zurück. Es geht mir um die Gebühren. Sie haben erwähnt, es gibt eine Performancegebühr von 10%. Und eine Zertifikategebühr von 0,95%. Wie muss ich mir das vorstellen? Bei jedem Gewinn, also, der quasi von diesem Trader erzielt wird, an dem ich dann teilhabe, muss ich diese Gebühren dann abrechnen, abziehen sozusagen. Also das Schöne ist, Sie müssen es nicht machen. Es passiert automatisch bei uns auf der Plattform, aber das ist nochmal zum Verstehen. Die Zertifikategebühr ist ähnlich eigentlich, wie man es bei Banken oder Fonds dann auch kennt, die quasi fixe Managementgebühr, die bezieht sich auf das gesamt investierte Kapital, ja, also 0,95% pro Jahr, das ist sozusagen fix, das ist bei allen Wikifolios gleich. Und die zweite Komponente, die Performancegebührkomponente, die ist, wie Sie richtig sagen, die fällt eben an, wenn jetzt neue Gewinne gemacht werden. Und jetzt ist die Frage, was heißt jetzt neuer Gewinn? Sie sehen, auf der linken Seite haben wir so einen High-Watermark-Stand, das heißt der letzte Höchststand. Dieses Wikifolio ist jetzt hier ansatzweise da in der Gegend, wo neue Hochs gebildet werden. Also da steht jetzt 521,04. Wenn jetzt das Wikifolio am nächsten Tag hinunterfallen würde, dann fällt keine Performancegebühr an. Wenn aber das Wikifolio jetzt über diese 521,04 steigen würde, sprich neue Gewinne macht, dann wird von diesem Gewinn 10% abgezogen und das ist das, was man dann am Ende des Tages auch in der Equity-Kurve dort sehen würde. Das heißt, die Performance-Kurve, die Sie hier sehen, die ist bereits schon nach Abzug der Zertifikategebühr und nach Abzug der Performancegebühr. Das heißt, hier in dem Chart sieht man dann schon eine Netto-Performance. Das heißt, in dem Chart vorhin oder beziehungsweise nicht in dem Chart, sondern in der Tabelle vorhin, das war auch schon die Netto-Performance im Vergleich zu
dem DAX und so Die weiter, was Tabelle, Sie davor gesehen haben. Genau. meinen Sie dann die Einzeltrades? Naja, da wird einmal schon der Gewinn des Einzeltrades angezeigt und die Gesamtequity-Kurve setzt sich dann aus den Einzeltrades zusammen, und dann eben Abzug dieser Performancegebühr. Also bei den Trades sieht man es, ja. Okay, Und vielen Dank. ja, das ganz kurz als Ergänzung hier dazu. Und ja, vielleicht weiter beim Wikifolio Dachtrading und Invest. Also hier haben wir ein bisschen ein klassischeres Wikifolio vom Sascha Gebhardt betreut. Der Sascha Gebhardt auch schon seit gut 10 Jahren selbstständiger Trader und der nutzt eben auch Wikifolio, dass er eigentlich seinen eigenen Handelsstil, den er früher auch privat gehandelt hat, jetzt hier auch auf Wikifolio umsetzt. Wie gesagt, auch bei diesem Wikifolio sehen Sie, seit Start haben wir hier um die 93% Performance. Sie sehen, in dieses Wikifolio-Zertifikat ist mittlerweile schon über 9 Millionen Kapital hineingeflossen. Also das ist auch bei unseren Anlegern schon durchaus eines der beliebteren Wikifolios. Und ja, wie gesagt, auch hier die vollkommene Transparenz. Sie können sich also dort auch die Handelsstrategie genau anschauen. Sie sehen, der Herr Gebhardt schaut auf deutsche Aktien, auf österreichische Titeln, auf Schweizer Titeln und er versucht eben dann größere Drawdowns durch ein sehr konservatives Risikomanagement dann auch zu begrenzen. Das heißt also, die Verluste nach unten hin zu begrenzen. Und ja, auch hier, wie gesagt, Sie können sich alle Portfoliopositionen anschauen, alle Trades. Und ja, er hat dann auch hier bei den Kommentaren sehen Sie, dass er dann auch kurz zu Trump ein kleines Kommentar geschrieben hat. Also er ist da vielleicht für die Zukunft ein bisschen vorsichtiger, aber er sagt, solange die Musik noch spielt, also solange es sozusagen noch raufgeht, ist er investiert. Und falls dann doch Trump einmal zu etwas mehr Wirbel an den Märkten sorgen würde, dann wäre er bereit, hier dann vielleicht auch sein Engagement wieder ein bisschen zu reduzieren. Und das finde ich persönlich eigentlich schon eine sehr spannende Möglichkeit, also sich die Kommentare von unseren Top-Tradern anzusehen. Weil hier hat man natürlich wirklich einen Einblick in die Ideen, in die Handelsstrategie, wie ticken unsere Trader. Und ich denke, gerade das ist ein sehr interessanter Lernaspekt. Dann habe ich Ihnen noch ein Wikifolio mitgebracht. Goldesel Trading, auch ein sehr beliebtes Wikifolio bei uns auf der Plattform, das von Michael Flender gehandelt wird. Performance seit Beginn über 140%. Und ich denke, was bei diesem Wikifolio sofort auffällt, wenn Sie da die Equity-Kurve, also diesen Performance-Verlauf sich ansehen, das ist ein auffallend glatter Chart in der Equity-Kurve. Und natürlich die Frage, wie schafft so ein Trader das? Nun, wenn Sie sich dann die einzelnen Trades ansehen, dann werden Sie eben feststellen, der hat gar nicht so eine lange Haltedauer, also er ist eher ein kurz- bis mittelfristiger Trader und es dürfte eben anscheinend sehr gut gelingen, dass vom Market Timing, also wann er hier einsteigt, wann er wieder aussteigt in die Positionen, das dürfte ihm bisher eben sehr gut gelungen sein. Wie gesagt, das kann man sich dann eben im Detail bei allen Werten anschauen. Wir sehen gerade mit der Deutschen Bank Aktie hat er also so um die 5% gemacht und der Realbank auch wieder 4,8%. Auch das natürlich interessant. Sie wissen, die Banktitel sind lange Zeit geprügelt worden, lange Zeit nach unten korrigiert, aber wer dann natürlich vom Timing her wieder schön in dieser Bodenformation einsteigt und diese Erholungsbewegung bei den Banken wieder mitnehmen kann, da kann man dann natürlich auch mit einem so stark gefallenen Titel dann wieder Renditen erwirtschaften. Und auch das vielleicht dann ein interessanter Lerneffekt, wann steigen denn da die Trader wieder ein in die Positionen? Und wie gesagt, auch bei diesem Wikifolio-Zertifikat natürlich, wenn Sie sagen, das würde Sie dann auch als Anleger oder Sie möchten diesem Wikifolio-Zertifikat folgen, haben Sie hier einfach wieder die Möglichkeit, über die ISIN-Nummer sich an dieser Strategie dann einfach zu beteiligen. Ja, auch hier, wie gesagt, in der Trade-Historie, Sie können sich dann in der Vergangenheit ansehen, wie hat er denn bisher die Titel gehandelt. Wir sehen zum Beispiel mit einer TUI-Aktie hat er auch 4,35% gemacht, eine Siemens-Aktie auch 1,4%. Also hier völlig offengelegt, wie er in der Vergangenheit gehandelt hat. Und auch da geben Ihnen eben die Kommentare wieder einen Einblick zu sehen, wie schätzt denn der Trader den Markt ein oder warum er eben bestimmte Titel gehandelt hat.
Als letztes Beispiel habe ich Ihnen, ja, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen ein extremes Beispiel mitgebracht, aber sicherlich auch ein sehr interessanter Handelsansatz, das von einem Medienunternehmen, genau gesagt vom Corwin Schmoller hier betreut wird. Und es ist ein Medienwikifolio mit dem Namen IREX, also IREX, von dem Trader IR Trader betreut, das eben der Corwin Schmoller ist. Und das Besondere an diesem Wikifolio ist, der Corwin Schmoller setzt hier kollektive Intelligenz ein. Was das genau ist, das beschreibt er dann bei ihm auf der Homepage. Ganz kurz vielleicht nur angedeutet, es ist eine Art Umfrage, wo man versucht, wirklich die Einzelentscheidungen der Menschen oder die Einzelentscheidungen der Trader zu berücksichtigen und nicht, so wie es am Markt ist, dann, dass ein Trader den anderen Trader auch beeinflusst. Also es sind unabhängige Befragungen von Tradern und aus diesen Umfragen errechnet er dann eben statistisch, nach statistischen Modellen, ob er jetzt eher auf steigende Kurse setzt oder eher fallende Kurse. Ja, und dieses Wikifolio hat seit Beginn fast 1900% Performance erzielt. Also das ist, muss man natürlich schon zugeben, ein deutlich risikoreicheres Wikifolio, das aber halt bisher auch sehr beeindruckende Renditen erzielt hat. Ja, wenn sowas interessiert, wie gesagt, da können Sie dann auf die Unternehmensseite Intelligence Recommendations auch gehen und sich also hier ein bisschen über das Thema kollektive Intelligenz einlesen. Und Sie sehen dann eben bei den Produkten, dass er hier dann auch Optionsscheine verwendet, um dann eben vor allem auf einen steigenden DAX oder fallenden DAX oder könnte das auch auf amerikanische Märkte machen, um sich hier eben dementsprechend zu positionieren. Ja, und auch bei den Kommentaren gibt er Ihnen immer wieder so ein bisschen Hintergrundinformationen zu eben der gesamten Auswertung von kollektiver Intelligenz. Das war jetzt einmal so ein kurzer Überblick über unterschiedliche Strategien. Wie gesagt, Sie haben es vorhin ja auch angesprochen, wenn jetzt ein Anleger vielleicht ein bisschen konservativer ist, ist es vielleicht wirklich ein ganz guter Hinweis, sich einmal die Wikifolios von Vermögensverwaltern anzusehen. Oder wenn Sie sagen, gut, ich möchte wirklich ein bisschen was Progressiveres und wirklich die Top-Trader haben, oder mich da dranhängen, dann können Sie natürlich auch über die Homepage nach den unterschiedlichen Performance-Kriterien oder Auswertungskriterien ganz nach Ihren persönlichen Präferenzen hier ein Wikifolio auswählen. Ja, und damit kommen wir ein bisschen zur anderen Sichtweise. Also jetzt habe ich ja ein bisschen stärker die Investoren angesprochen oder auch die Trader, wie man sozusagen lernen kann von anderen Eine Wikifolio-Tradern. Kreuzwort? Vielleicht Ja. können wir einfach zwischenrein mal kurz ein, zwei, drei Fragen abarbeiten, die sich bei den Usern aufgestaut haben. Sehr gerne. Das ist nämlich sehr interessant, was hier einige User auch fragen. Zum Beispiel, wie kommt denn die unterschiedliche Performancegebühr zustande? Hängt das vom Erfolg des Traders ab? Je mehr Erfolg er hat, desto höher ist die Gebühr oder wie kommt die zustande? Das kann man leicht beantworten. Also die darf bei uns der Trader, der ein Wikifolio-Zertifikat erstellt, darf das frei wählen. Das heißt, bei uns darf ein Wikifolio-Trader, der ein Wikifolio-Zertifikat anlegt, frei wählen zwischen mindestens 5% und maximal 30%. Also das ist im Prinzip etwas, was der Trader frei bestimmt, also selber auswählt. Wir geben natürlich immer die Empfehlung, man sollte es, damit es inhaltlich sinnvoll ist, das ein bisschen an den Handelsstil anpassen. Also wenn das halt eine ganz konservative Strategie ist, die vielleicht nur ein sehr passives Investment macht, da ist dann eine 30% Performancegebühr wahrscheinlich ein bisschen zu hoch angesetzt. Aber letztendlich darf es der Trader frei wählen. Okay, dann hätte ich gleich noch die nächste Nachfrage und zwar, wie sieht es denn mit der Mindestinvestitionsgröße aus? Gibt es da eine und wie hoch muss diese sein? Also im Prinzip kann man ein Wikifolio-Zertifikat, jedes Wikifolio-Zertifikat hat einen Ausgabekurs von 100 Euro. Also theoretisch können Sie ein
Indexzertifikat kaufen. Aus der praktischen Empfehlung muss man natürlich schon fairerweise dazu sagen, die meisten Broker haben ja dann auch irgendwelche Mindestgebühren. Also ähnlich wie dann auch die Überlegung ist bei nur einer Aktie. Das macht dann öfter halt nicht so viel Sinn, weil man halt dann doch die Mindestgebühren des Brokers noch drauf bekommt. Aber theoretisch könnten Sie von unserer Seite aus Einwegefolio-Indexzertifikat kaufen. Es hat einen Ausgabekurs von 100 € und dann je nachdem natürlich, wie sich das Wikifolio-Zertifikat entwickelt hat. Also sprich, wenn das 30% plus gemacht hat, dann hat es einen Kurs um die 130 €. Vielleicht noch eine letzte Frage hier zwischendurch. Gibt es denn eine Art Demokonto, an dem die Wikifolio-Interessenten, die den Tradern folgen wollen, auch mal ausprobieren können, wie es wäre, wenn sie einem Trader folgen würden? Ja, das ist die perfekte Überleitung. Also einerseits, wenn Sie selber Wikifolio-Trader werden wollen, dann können Sie natürlich einfach so einen Wikifolio-Account einmal anlegen. Und bevor Sie das Wikifolio publizieren, also bevor Sie das für andere Teilnehmer auf der Plattform sichtbar machen, da befindet sich Ihr Wikifolio in einem Teststatus. Und in diesem Teststatus ist es eben für andere nicht sichtbar und Sie haben einfach die Möglichkeit, die Handelsplattform, die Trades und so weiter, um das Ganze kennenzulernen. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt einem anderen Trader folgen wollen, gut, da haben Sie dann mehrere Möglichkeiten. Sie können diesen Trader mal in eine Watchlist hineinlegen und einmal sozusagen den Trader hier eine Zeit lang beobachten, wie agiert er. Und dann, wenn Sie sagen, gut, ich entschließe mich jetzt, diesem Trader zu folgen oder mich daran anzuschließen, dann kann man eben dieses Indexzertifikat klassisch erwerben. Hab ich damit Wunderbar, die. Herr Nikolsus. Ja, Ja. Sie haben die Frage sehr gut beantwortet. Ich dachte, Sie fahren gleich fort, aber Gut, ja, nee, Entschuldigung, es da habe ich passt eh, jetzt, das war ein dann kleines kann man es Missverständnis. Kein Problem. dann kann man nicht gleich weitermachen. Also es stimmt, wie gesagt, wenn Sie jetzt selber ein Wikifolio-Zertifikat anlegen, wie gesagt, am Beginn sind Sie in der Testphase. Sobald Sie sich dann dazu entschließen und sagen, jawohl, ich möchte es eigentlich für andere Teilnehmer sichtbar machen, dann können Sie sagen, Sie wollen dieses Wikifolio-Zertifikat publizieren. Ab dann ist es eben für andere Teilnehmer sichtbar. Und das ist deshalb wichtig, weil bevor Sie das Wikifolio dann investierbar machen können, müssen Sie bei uns drei Kriterien erreichen. Und diese drei Kriterien sind eben 10 Vormerkungen. Und Vormerkungen kann man sich so vorstellen, ähnlich wie auf Facebook, dass es halt andere Teilnehmer gibt, die sagen, jawohl, das würde mir gut gefallen, da könnte ich mir vorstellen, in diese Strategie zu investieren. Also es muss einfach andere Teilnehmer geben auf der Plattform, die sagen, sie würden ihre Strategie jetzt spannend finden. Und insgesamt 2.500 € vorgemerktes Kapital, das ist unverbindlich, dieses Kapital, aber es heißt eben auch, dass andere Teilnehmer sich vorstellen können, einen bestimmten Betrag in dieses Wikifolio-Zertifikat zu investieren und da brauchen wir in Summe 2.500 €. Und als drittes Kriterium, und das ist dann meistens leicht erfüllt nach 21 Tagen, also wir brauchen 21 Tage Track Record. Und wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, ab dann können Sie ihm sagen, jawohl, ich möchte dieses Zertifikat jetzt dann auch investierbar machen, also heißt auch für andere Anleger zugänglich. Und dann gibt es bei uns eben eine kleine redaktionelle Prüfung nach der Beschreibung der Handelsidee und eine Überprüfung der Legitimation mittels Ausweiskopie. Die höchste Auszeichnung, das habe ich vorhin ganz kurz angesprochen, wenn ein Trader sich eben dazu entschließt, auch selber in die eigene Strategie zu investieren, sprich 5.000 € in die eigene Handelsstrategie hineinlegt, dann erhält er eben noch zusätzlich den Status Real Money Wikifolio. Ja. Dann habe ich Ihnen noch kurz einen Screenshot gebracht, wie das eben aussieht, wenn man in den blauen Bereich geht und sagt, Wikifolio erstellen. Im Prinzip ist es ein ganz klassischer Prozess. Sie müssen sich natürlich einmal einen guten Titel des Wikifolios überlegen, auch eine Handelsidee, also wie ist die Strategie, die Sie hier verfolgen? Ist das jetzt eher fundamental, ist das eher charttechnisch oder vielleicht eine Kombination aus beiden? Dann an nächster Stelle auch das Anlageuniversum. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier geht es nämlich wirklich darum zu sagen, Sie wollen vielleicht
ohne Hebelprodukten handeln oder mit Hebelprodukten. Also das ist wichtig, dass Sie sich das überlegen, weil das ist später dann bei den Filterkriterien entscheidend. Also es wird standardmäßig, werden jetzt alle Wikifolios ohne Hebelprodukte einmal angezeigt. Sie sehen das dann auf der Suchseite. Damit Sie alle Wikifolios sehen, muss der User extra noch mit Hebelprodukte auch noch markieren. Also das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass Sie sich das überlegen. Hat Ihre Strategie eben Hebelprodukte oder nicht? Weil das können wir dann später nicht mehr ändern. Also wenn ein Wikifolio-Zertifikat einmal investierbar gemacht worden ist, dann kann ich das im Nachgang nicht mehr anpassen. Ja, aber wenn Sie diese Kriterien oder wenn Sie das eigentlich alles ausgefüllt haben, dann kann es eigentlich schon relativ bald losgehen und dann können Sie einfach einmal im Test-Account beginnen zu handeln. Ich habe Ihnen dann noch etwas mitgebracht. Also, das sind vielleicht so ein paar kleine Tipps für die Praxis. Also, ich möchte ja hier niemanden beim Handelsstil reinreden. Jeder ist hier vollkommen frei. Wie gesagt, ob Sie, der eine wird eher einen fundamentalen Stil verfolgen, der andere eher einen charttechnischen Stil. Ich habe mir nur gedacht, so ein paar allgemeine Tipps sind vielleicht nicht schlecht. Und wir sehen natürlich also sowohl auf Wikifolio als auch früher, wenn man sich unterschiedliche Broker-Auswertungen ansieht, man sieht eigentlich immer wieder dasselbe. Die erfolgreichen Trader verfolgen ganz konsequent ein bestimmtes System, entweder ein Kennzahlensystem oder nach charttechnischen Kriterien. Und häufig die Trader, bei denen es nicht so gut funktioniert, die halten sich eben nicht konsequent an einen Handelsstil, also egal jetzt, ob das technisch oder fundamental ist. Und daher wäre eben der Lösungsweg ganz allgemein entweder ein automatisiertes Handelssystem oder zumindest ein etabliertes System, ein System, das vielleicht Kennzahlen verwendet, ein System, das nach bestimmten Regeln handelt. Und auf der dritten Stelle, man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man sagt, na gut, ich möchte eigentlich gar nicht selber traden, sondern ich möchte einen anderen Trader folgen. Das ist, wie gesagt, hier auf Wikifolio sehr, sehr einfach. Man muss sich halt vielleicht eine gewisse Zeit für die Auswahl des Traders nehmen. Aber hier kann man dann einfach in deren Handelsstrategien eben über dieses Indexzertifikat dann investieren. Die zweite Grafik kennt vielleicht der ein oder andere von Ihnen. Es ist aber ganz wichtig für das Verständnis der Märkte ja. Viele warten am Beginn zu lange, bis sie eben in den Markt einsteigen. Man wartet, bis der Aufwärtstrend noch weiter steigt, weiter steigt, weiter steigt. Erst dann kommt die Zuversicht. Und das Gemeine ist, das passiert leider oft erst dann, wenn schon alle gekauft haben. Also man steigt oft sehr spät in den Markt hinein. Und dann irgendwann beginnt halt der Markt zu fallen. Ja, und dann ärgert man sich natürlich, weil dann denkt man sich, ja, der Aufwärtstrend läuft also dann doch nicht ewig weiter. Und irgendwann weiter unten, dann kapitulieren die meisten und sagen so, jetzt haben wir 30%, 40, 50, 60% verloren. Und dann wird blöderweise genau im schlechtesten Zeitpunkt verkauft. Das heißt, man verkauft dann oft in den Tiefs und Sie wissen natürlich, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Gutes, erfolgreicher Handel soll ja natürlich genau das Gegenteil machen. Wir wollen versuchen, möglichst weit unten zu kaufen. Also eigentlich aus dem Ausbruch einer Bodenformation einsteigen. Und dann, wenn man eben erkennt, dass dieser Aufwärtstrend vorbei ist, dort sollte man dann an der Stelle wieder aussteigen. Also das vielleicht nur als kleiner Hinweis nochmal oder in Erinnerung gerufen. Und diese Regeln habe ich hier auch nochmal kurz zusammengefasst. Verluste werden oft zu lange gehalten. Oft wird eben auch auf den Trend erst sehr spät aufgesprungen. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch, den sieht man sehr häufig bei Anfängern, der Handelsstil wird zu häufig gewechselt. Also man sieht es wirklich, dass viele ein bestimmtes System oder auch ein Buch lesen oder auch irgendein Börsenbrief und dann, wenn das drei, vier Mal nicht funktioniert, dann wird sofort zum nächsten Handelsstil gehüpft. Das Gemeine ist nur, selbst wenn das ein Handelssystem mit einem positiven Erwartungswert ist, das ist natürlich die wichtige Voraussetzung, dass es überhaupt erfolgreich ist, aber viele machen dann den Fehler, dass sie zu früh wechseln und wenn man dann gleich zum nächsten Handelsstil hüpft, hat man eben kein wirkliches Feedback, ob jetzt der vorige Handelsstil eigentlich erfolgreich war oder nicht. Also vielleicht auch das ein wichtiger Hinweis. Und eben auch in Erinnerung gerufen, auch die besten Handelssysteme oder auch die besten Trader haben auch gewisse Verlustphasen. Ja. Und leider Gottes, der Mensch tendiert eben nicht dazu, dass er in Paniksituationen sehr rational handelt.
Das sind vielleicht an der Stelle nur ganz kurz ein paar Hinweise und auf der anderen Seite, gut, wie könnte es besser laufen? Also der erste Grundsatz, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Ich weiß, der ist vielleicht jetzt schon etwas abgedroschen. Steht, glaube ich, in jedem Tradingbuch in etwa in dieser Form drinnen. Aber letztendlich ist das eines der wichtigsten Grundprinzipien. Also wenn es einem gelingt, die Verluste konsequent zu begrenzen und eben nicht dann erst, wenn die Aktie minus 40, minus 50 oder 70% unten ist, sondern schon früher und auf der anderen Seite die Gewinne nach oben laufen lässt, das ist wahrscheinlich der wichtigste Hinweis. Ja, und eben wie gesagt, ein bewährtes System verwenden oder eben einem erfolgreichen Trader dann folgen. Und ja, wie gesagt, nutzen Sie das Wissen erfahrener Börsenhändler. Und der letzte Hinweis, vielleicht auch manchmal Positionsgröße oder Transaktionskosten beachten. Transaktionskosten ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn Sie bei uns, also wenn Sie sich entschließen, Wikifolio-Trader zu werden, im Wikifolio-Zertifikat drinnen haben Sie keine eigentlichen Transaktionskosten. Sie zahlen dort nur den börsengehandelten Spread zwischen Kauf- und Verkaufskurs, aber keine eigentlichen Transaktionskosten. Also das ist vielleicht auch ein sehr wichtiger Hinweis, gerade für die Trader, die sagen, ich hab einen sehr guten Handelsstil, der auch etwas handelsintensiver ist. Da könnte eben dann für Sie dann auch das als Wikifolio dann umzusetzen, eben auch von Vorteil sein. Ja. Da habe ich Ihnen nochmal, Sie haben es vorhin eh schon angesprochen, aber da habe ich Ihnen noch einmal die Gebühren ganz kurz zusammengeschrieben. Also wir haben einerseits die Zertifikategebühr von 0,95%. Wie gesagt, per anno ist das. Sie wird aber täglich von der Equity-Kurve abgezogen. Also Sie sehen das täglich angepasst. Die Performancegebühr beginnt ab 5% und ist eben von dem Trader selbst frei wählbar. Wie gesagt, bis maximal 30%. Nächster Punkt habe ich gerade gesagt, wir haben keine Gebühren, also sprich keine eigentlichen Transaktionskosten innerhalb des Wikifolios. Und wir haben ein, denke ich, doch recht attraktives Fee-Sharing-Modell. Das Modell ist zwar ein bisschen gestaffelt, aber geht dann hinauf ab dem Moment, wo mehr als 125.000 Euro investiert sind. Ab dann erhält der Trader 50% Anteil der Performance-Fee. Also sprich die Hälfte erhält der Trader, die Hälfte geht an Wikifolio. Ja, dann sehen wir noch ganz kurz hier ein bisschen unser Netzwerk. Wie gesagt, wir haben eine ganze Menge privater Trader auf Wikifolio, über 15.000. Es gibt aktuell, wie gesagt, 5.500 investierbare Wikifolios. Wir haben eine ganze Menge an Medienunternehmen, mit denen wir Kooperationen haben. Sie sehen da eine Euro am Sonntag, eine Börse Online oder auch beispielsweise Anleger Plus und Trendlink. Und der nächste Punkt, und das freut uns sehr, wir haben auch eine immer größer werdende Gruppe an Vermögensverwaltern, die eben auch Wikifolio nutzen, um hier ihre Handelsstrategien darzustellen. Manche haben auch wie für Wikifolio ganz eigene Handelsstrategien entwickelt. Also das ist sicherlich auch ein spannender Bereich, um sich einmal anzusehen, was machen denn hier die etablierten professionellen Vermögensverwalter. Aber Herr Nicolsius, Sie müssen unbedingt diese Folie mal aktualisieren. Wo ist denn hier Finanzen.net? Ich kann es nirgends sehen. Das ist ein großer, wichtiger Punkt. Ja. Aber Ja, ich das glaube, ist sehr wichtig. Wir haben das Logo schon tut mir weiter schon ein verlassen. bisschen weh, muss ich sagen. Ich werde es bald machen. Ich verspreche es Ihnen. Vielen Dank. Ganz kurz noch zum Anlageuniversum. Wie gesagt, Sie haben 250.000 Underlyings. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, wo haben wir denn so viele Underlyings drinnen? Ich sage mal so, Sie können auf Wikifolio alle gängigen Aktien Österreich, Deutschland, Schweiz, USA handeln und dann haben Sie eben noch eine sehr große Auswahl an derivativen Produkten von der HSBC, von der Société Générale, von der UBS und von Lang und Schwarz. Ja, und bei den Medienpartnern natürlich, wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Ihnen, mit Finanzen.net. Und es gibt auch Wunderbar, das ist schön weitere. zu hören. Und wir freuen uns vor allem natürlich über so gemeinsame Webinaraktionen. Und wie gesagt, die Trader oder Teilnehmer, die eben heute hier sind, Sie sehen ja, von uns gibt es dann eben auch teilweise dann Content auch auf den Partnerseiten, wo Sie sich dann auch einige Top-Wikifolios ansehen können. Ja,
Ganz zum Abschluss noch, ja, mittlerweile, wir freuen uns, wir haben einige Auszeichnungen schon bekommen, European Fintech Award, den ersten Platz auch beim Zertifikate Award in der Kategorie Partizipationszertifikate. Wir sind auch immer wieder ganz vorn dabei bei den Euwax Kundenorders und zuletzt waren wir auch unter den Top 10 bei den Deloitte Fast 500. Also da hat sich schon einiges getan in letzter Zeit. Ja, und jetzt zum Abschluss. Ich habe Ihnen noch eine kleine Aktion oder ein Die Event-Special groß mitgebracht. angekündigte Aktion. Ja, Jetzt kommt sie endlich. also für all jene, die heute teilgenommen haben an dem Webinar, Sie können sich hier einen 50-Euro-Bonus oder einen Gutschein hier sichern oder eine Gutschrift sichern, wenn Sie eben dann sich an aktion@wikifolio.com melden. Da müssten Sie nur Ihren Namen, Telefonnummer und der Code, und das ist wichtig, dass Sie sich das notieren. Der Code ist eben von heute, von diesem Event, finanzen.net. Ja, und da haben wir jetzt 2 Wochen Zeitfenster, wenn Sie sagen, innerhalb der nächsten 2 Wochen, es hat Ihnen gut gefallen oder es ist vielleicht für Sie eine spannende Strategie dabei, wo Sie sich vorstellen können, auch zu investieren. Wenn Sie eben in diesem Zeitraum 5.000 Euro investieren, dann erhalten Sie 50 Euro Gutschrift. Also könnte man sagen, gut die Transaktionskosten und vielleicht noch ein bisschen was dazugelegt. Das würden Sie sich also jetzt momentan ersparen. Und weitere Bedingung wäre auch, dass Sie eine kleine Umfrage hier mit uns machen, und das würde uns halt auch sehr freuen, wenn Sie hier uns ein bisschen ein Feedback zu Wikifolio und zu der Erfahrung, wie sind Sie da überhaupt drauf gekommen, wie ist der Eindruck? Ja, also das sind die 2 kleinen Kriterien, wenn Sie einerseits investieren wollen und dann auf der anderen Seite auch an dieser Umfrage teilnehmen, dann können Sie sich eben diesen Aktionscode hier, also diese 50 Euro, sichern. Ja, das ist doch eine tolle Aktion, Herr Nicolsius. Ich denke, für Teilnehmer dieses Webinars, die vielleicht schon mit dem Gedanken gespielt haben, demnächst bei Wikifolio zu investieren, ist das natürlich ein schönes kleines Startkapital und ein wunderbarer Bonus auch. Also da kann ich nur jedem dazu raten, diese Chance auch zu nutzen. Und Sie sind mit Ihrer Präsentation am Ende, sehe ich das richtig? Wir sind damit im Wesentlichen durch. Wenn es jetzt natürlich noch spezielle Fragen gibt, also ich habe es jetzt hier einmal noch kurz zusammengefasst, die wichtigsten Punkte. Was sind also die Vorteile für Sie? Sie können eben, wie gesagt, von erfahrenen Tradern, von erfahrenen Börsenhändlern hier auf der Plattform lernen. Sie haben die Möglichkeit, eben dann auch über ein börsengelistetes Produkt, sprich über dieses Indexzertifikat, direkt an der Performance des Traders zu partizipieren. Und auf der anderen Seite eben die Trader-Sichtweise, wenn Sie sagen, Sie wollen selber eben jetzt als Wikifolio-Trader aktiv werden, dann können Sie eben hier über Wikifolio einen eigenen Track Record aufbauen in einem börsengelisteten Produkt. Und als Wikifolio-Trader haben Sie eben den Vorteil, dass Sie dann auch eine Erfolgsprämie verdienen können. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende. Wenn Sie dann noch Fragen dazu haben, dann können Sie sich einfach an service@wikifolio.com melden. Ich habe Ihnen hier auch die Telefonnummern dazu angezeigt, also je nachdem, ob Sie aus Deutschland, aus Österreich oder der Schweiz sich hier melden wollen, oder auch meine persönlichen Kontaktdaten. Und ja, damit freue ich mich über Ihr Feedback. Ich freue mich auch oder ich wünsche Ihnen vor allem dann auch viel Erfolg beim Traden und Investieren. Und ich Ja, hoffe, dass wir für und Sie mal einen spannenden Einblick in die Welt von Social Trading gegeben haben. Herr Nicolsius, das haben Sie einen super Einblick gegeben. Und bevor wir zu service@wikifolio.com kommen, können wir auch direkt hier ein paar Fragen beantworten in unserer Schnellfragerunde. Wir haben nämlich nur noch wenige Minuten Zeit, dann ist 19 Uhr und wir wollen nicht so viel heute überziehen, aber es sind sehr spannende Fragen wieder reingekommen und eine Frage steht ganz oben an, die wurde von verschiedenen Teilnehmern hier gestellt. Was ist mit dem Emittentenrisiko? Was passiert, wenn der Wikifolio-Trader einfach aufhört? Was ist, wenn er pleite geht? Läuft das Zertifikat dann einfach weiter oder was passiert da?
Also zur Frage vom Emittentenrisiko muss man ganz klar sagen, ja, das ist leider Gottes der einzig große Nachteil von einem Zertifikat. Wenn wirklich lang und schwarz krachen gehen würde, dann würde dieses Zertifikat verfallen. Ja, also das Emittentenrisiko hat man im Prinzip drinnen. Man kann natürlich jederzeit sich die Bilanzinformationen und natürlich auch weitere Informationen dann direkt von lang und schwarz holen. Den anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, also wenn ein Wikifolio-Trader, wenn der Trader selber jetzt aufhört, oder wir hatten auch zwei, drei, leider Gottes, auch Todesfälle dabei, hier gibt es im Prinzip einen klassischen Schließungsprozess. Das heißt, die Handelsstrategie des Traders wird geschlossen und es wird zu dem Letztkurs dann einfach abgerechnet. Also da ist das Geld nicht weg, sondern es wird dann einfach zu dem Geld, also zu dem Letztkurs dann rückerstattet. Gibt es noch andere Gründe, dass ein Wikifolio geschlossen wird, außer einem tragischen Todesfall? Gibt es da auch andere Gründe? Gut, natürlich, wenn der Trader es selber will und sagt und uns auch das Zeichen gibt, er möchte das jetzt einfach beenden. Klar, also das kann er, hat er natürlich auch jederzeit die Möglichkeit. Oder ich meine, wenn wir wirklich drauf kommen, dass jemand jetzt die Plattform oder halt gegen andere Regeln hier verstoßt oder Marktmanipulation versucht vorzunehmen, Frontrunning beispielsweise als Stichwort, dann kann es natürlich hier schon auch zu einem Schließungsprozess kommen. Rainer Henninger fragt unter anderem, ob das Einhalten der Handelskriterien irgendwie kontrolliert wird. Gibt es also irgendeinen Kontrollmechanismus bei Wikifolio? Also wir sind streng einmal, was aktuell, also das ist der aktuelle Stand. Wir sind streng, was das Anlageuniversum betrifft. Also sprich, wenn einer, also es kann jetzt kein Trader anstelle von Aktien, wenn er nur Aktien angekreuzt hat in einem Anlageuniversum, dann kann er nicht auf einmal Hebelprodukte handeln. Da sind wir sozusagen sehr restriktiv. Wenn jetzt jemand aber natürlich in seinen Handelsstil hineingeschrieben hat, er handelt mittelfristig bis kurzfristig, da ist es so, dass wir nicht dann automatisch eingreifen, wenn jetzt jemand beginnt, hier kurzfristiger zu traden. Die Überlegung dahinter war, dass wir gesagt haben, erstens einmal, der Trader stellt ja hier sehr transparent all seine Trades offen. Es kann der Anleger auch jederzeit hineinschauen und sagen, ich sehe, Moment, der Trader macht jetzt hier ein bisschen was anderes. Dadurch, dass das so offengelegt ist, sagen wir, der Trader wird wahrscheinlich einen guten Grund haben, warum er jetzt hier beginnt, kurzfristiger zu traden. Das ist aber für uns kein Ereignis, wo wir sagen, das würden wir jetzt dann deshalb automatisch abdrehen. Ja. Ich schließe aber nicht aus, dass hier vielleicht irgendwann einmal in Zukunft Kennzahlen, Risikokennzahlen oder vielleicht andere Einschränkungen auch kommen. Aktuell ist es aber von unserer Seite aus so, dass wir das nicht abdrehen. Deshalb. Unter anderem fragt Julius Hoffmann, mit welchem Geld denn die Trader handeln. Ist das nur das Geld, was die Wikifolio-Folger investieren, oder gibt es da auch ein eigenes Startkapital, das der Trader hat und mit dem handelt er? Wie sieht das aus? Das, wie gesagt, das sieht man bei jedem einzelnen Wikifolio. Man kann auch über die Filterkriterien bei der Suche kann man eben nach Real Money Wikifolio suchen. Und Real Money Wikifolio heißt eben, wenn der Trader selber mindestens 5.000 Euro investiert hat, heißt, dann hat er auch selber in die eigene Handelsstrategie investiert. Bei den anderen Wikifolios kann es natürlich sein, dass der Trader auch selber investiert ist, also wenn er beispielsweise nur 2.000 Euro investiert hat, aber sonst würde man davon ausgehen, dass es halt das Geld der Follower, sprich derjenigen, die sich angehängt haben. Ja, auch da ist sicherlich vielleicht ein bisschen ein Zuverlässigkeitsmaß, also man kann natürlich schon einmal schauen, in welche Wikifolios ist denn bisher mehr Kapital hineingeflossen, also da sieht man dann schon, welche Anleger haben einmal zumindest bisher ein größeres Vertrauen gehabt oder weniger Vertrauen, das kann man sich hier dann auch jederzeit einen Überblick verschaffen. Wenn jetzt User tatsächlich mit dem Gedanken spielen, selbst Wikifolio-Trader zu werden, wodurch verdient dieser Wikifolio-Trader Geld? Verdient er das nur durch Investitionen in sein eigenes Portfolio? Das fragt unter anderem Daniel Seitz.
Nein, wie gesagt, er kann ja beim Erstellen des Wikifolios gibt der Trader selber an, dass er eben eine Performance-Fee verdienen möchte. Und wenn dann eben andere Anleger in diese Strategie hinein investieren und er eben dementsprechend eine Performance auch erwirtschaftet, dann kann er eben auch Geld verdienen, ohne dass er im Prinzip selber in diese Strategie jetzt selber investiert hat. Also sprich, es gibt schon auch den Fall, dass sie dann aufgrund der Anleger und aufgrund der Performance, die sie erzielt haben, hier dann eben einen Anteil der Erfolgsprämie bis zu 50% bekommen. Herr Nicolsius, die Zeit läuft uns leider weg. Auch liebe Webinarteilnehmer, es tut mir leid, wir können hier leider nicht mehr alle Fragen beantworten. Wir sind am Ende unseres Webinars. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Herr Nicolsius. Ich hoffe, Ihnen auch. Auf jeden Fall und ich sage auch danke vielmals für die schöne Möglichkeit heute. Ja, Herr Nicolsius, sehr gerne wieder. Das war, wie gesagt, ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Webinar und gerne können wir Sie wieder einladen, aber nur, wenn Sie dann die Folie ändern und Finanzen nett auf dieser Folie erwähnen, sonst können wir das leider nicht nochmal machen. Das machen wir auf jeden Fall. Wunderbar, Herr Nicolsius. Also dann, ich danke Ihnen sehr für Ihre Präsentation und weise die User auch nochmal an dieser Stelle darauf hin, weil die Fragen immer wieder kommen. Ja, es gibt eine Aufzeichnung von diesem Webinar und Sie können jederzeit auf unserem YouTube-Kanal dort reinklicken und dieses Video, diese Aufzeichnung von diesem Webinar nochmal anschauen. Es wird auch auf der Finanzen.net-Webseite noch einen Artikel dazu geben, der dieses Webinar nachbetrachtet und auch da finden Sie die Aufzeichnung. Wenn Sie in Zukunft kein Webinar mehr verpassen wollen, dann weise ich Sie gerade noch kurz darauf hin, dass Sie auch unseren Webinar-Newsletter abonnieren können. Sie sehen hier die Adresse. Da können Sie jederzeit Informationen zu allen Webinaren bekommen. Und jetzt möchte ich mich nochmal bedanken. Vielen Dank an Sie, Herr Nicolsius. Vielen Dank auch an alle Zuschauer. Ich verabschiede mich und danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an diesem Finanzen.net-Webinar. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen. Ebenfalls danke vielmals und Wiederschauen.